Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Wir sind Playa Olica, Malle jedes Jahr. Heute ist Dienstag, der 27. August 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 30 Grad. Blauer Himmel, die Sonne scheint. Kein Regen in Sicht. Sehr schönes Wetter. Die extrem heißen Temperaturen von 40 Grad sind ganz weit weg und werden auch, schätze ich mal, nicht mehr kommen dieses Jahr. Bis 33 Grad haben wir die nächsten Tage mal vorhergesagt. Aber 40 Grad. Die hatten wir einmal geknackt hier, zumindest an der Playa. Im Landesinneren war es, glaube ich, zwei oder dreimal dieses Jahr. Und mit dem Wind ist es doch angenehm. Ja, heute ist Dienstag, mein sogenannter Feiertag. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf einen freien Tag. Deswegen geben wir heute Vollgas. Trotzdem gehen wir wie gewohnt dienstags mittlerweile nach Campastia. Und auf dem Weg dahin zeige ich euch auch nochmal, wo die alte Baustelle war, wo mittlerweile die Mauer fehlt. Also ihr seht ja immer hier, oder ihr wisst ja, hier gibt es immer die Mauer zwischen Promenade und Strand. Mittlerweile gehen viele davon aus, weil sie da irgendwie in der Zeitung gelesen haben, dass die Mauer komplett abgerissen werden soll. Dem ist nicht so. Da werde ich aber dann nachher nochmal was zu sagen, wenn wir dann Richtung Ballermann 13 gehen. Jetzt bin ich erstmal auf dem Weg ins Latino. Mal kurz gucken, wie da so die Lage ist. Den Christtag sagen. Eine Cola trinken oder zwei und dann geht's Richtung Sonnenuntergang nach Campastia. Und heute Abend haben wir dann im Bierkönig noch um 23 Uhr Caro Winter. Die werden wir uns wahrscheinlich angucken. Das sollte zeitlich klappen. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Eigentlich nicht viel. Für einen Montag war es gestern doch ordentlich besucht an der Playa. Normalerweise war die letzten Wochen immer so Montag, Dienstag, Mittwoch eine Delle. Ja, war zwar gestern nicht ganz so voll wie Freitag, Samstag, aber für den Montag war es doch gut. Einiges los an der Promenade am Strand. Bierkönig war auch gut gefüllt. Ja, und dann haben wir jetzt noch rund zwei Wochen bis zur Kölschen Woche. Nee, warte, noch zwei Wochen. Montag in zwei Wochen. Nee, gestern Montag in zwei Wochen. Also noch 13 Tage, bis der Bierkönig zumindest seine Kölsche Woche öffnet. Die richtige Kölsche Woche beginnt dann halt am Freitag jetzt in zwei Wochen. So ist richtig, genau. Ja, sonst gibt es gerade nichts zu erzählen. Ich gehe ins Latino und dann sehen wir uns gleich auf dem Rückweg nach hinten Richtung Campastia. Ich wünsche euch viel Spaß am Video und Grüße gehen raus an alle. 19.10 Uhr, es geht los Richtung Campastia. Sind gleich schön Ballermann 11. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, dann kommt der Abschnitt ohne Mauer. Und wie gesagt, dazu werde ich dann gleich mal was erzählen. Aber apropos Mauer, merkt euch schon mal den Sand, der hier liegt, an der Mauer, der wird gleich Thema sein.
Die Playa de Palma ohne Mauer. Wer kennt's bislang? Ja, mittlerweile haben mir schon einige geschrieben oder auch gesagt, die Mauer an der Playa de Palma wird komplett abgerissen. Wir sind jetzt hier gerade Höhe Ballermann 13 und tatsächlich, hier gibt es natürlich keine Mauer, weil im Winter und so bis zum Anfang des Sommers war hier eine Baustelle. Da hatten sie hier auch die Pflastersteine zu seiner Promenade hier aufgerissen und haben darunter dann neue Rohre verlegt und es wurden einfach keine neue Mauer aufgestellt. Heißt es nicht, dass die komplette Playa ohne Mauer bleibt. Ich gehe mal davon aus, ich bin mir auch nicht sicher, ob die mit der Baustelle hier komplett fertig waren, weil im Sommer darf man hier nicht mit Lärm arbeiten. Gut möglich, dass nach der Saison weitergearbeitet wird und auch deswegen keine neue Mauer aufgebaut wurde. Aber nein, die gesamte Playa behält ihre Mauer. Mir ist zumindest nichts anderes bekannt. Es ist halt nur dieser Abschnitt hier, wo die Baustelle war. Das wissen einige nicht. Es wurde halt einfach berichtet oder erzählt, ja, an der Playa gibt es keine Mauer mehr. Die Mauer ist noch da, halt nur in dem Bereich nicht. Ja, würde auch, glaube ich, gar keinen Sinn machen hier ohne Mauer, weil wenn der Herbst anfängt und die ersten Stürme kommen, dann könnt ihr euch vorstellen, ist der Sand ganz schnell vom Strand im Landesinneren. Selbst mit Mauer haben wir vor 2 Jahren im Winter teilweise so viel Sand auf den Straßen gehabt. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass ohne Mauer an der Playa, das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Und es gibt auch Abschnitte, da ist der Sand halt nicht direkt an der Promenade. Da sind das halt, wenn man Richtung Arenal geht, teilweise doch schon etliche Zentimeter. Und dann kann es ja auch passieren, dass man im betrunkenen Zustand dann mal runterfällt. Dann macht eine Mauer schon Sinn. Also für alle, die denken, an der Playa gibt es keine Mauer mehr. Im Bereich Höhe Ballermann 13 ist das so. Aber die restliche Playa hat noch eine Mauer und die wird sehr wahrscheinlich auch stehen bleiben. Ja, also wie gesagt, ohne Mauer wird an der Playa eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Der Sand liegt dann halt nicht mehr am Strand irgendwann, sondern ganz woanders. So, hier sind wir jetzt gleich am Balneario 14. Da hätten Sie da schon einige Netze gespannt für Beachvolleyball. Hier wird abends dann immer gespielt. Das sind, glaube ich, auch Vereine, die hier trainieren.
Nichts für mich. Ich würde mit meinen operierten Knie, ich habe 2 Kreuzbandrisse gehabt, als ich 18 und 19 war, ich würde mir wahrscheinlich direkt wieder alles kaputt machen. Okay, hier wird Fußball gespielt, aber weiter hinten dann Beachvolleyball. Und dann bin ich gleich mal gespannt, wie der Haufen in Campastia aussieht, der Haufen Dreck mit Seegras. Ist letzte Woche schon ein Ticken kleiner geworden, aber zieht sich über den ganzen Sommer. Wird einfach nicht richtig aufgeräumt, oder? Warum auch immer. Ich müsste auch gleich noch irgendwas essen. Mal schauen. Eine Kleinigkeit. So, also wenn man hier mal guckt, wenn die Mauer hier weg wäre, ne? Das geht ja schon ein bisschen weit runter. Macht auch keinen Sinn. Da fällt man ja.
Also die Mauer muss bleiben. No, al giudice no, no, siamo a Bagliocco. Yeah.
So, was macht der Haufen? Ist noch da. Ja, den Sonnenuntergang gucken wir uns nicht hier an, weil hier ist gerade keine Sonne mehr. Wir gehen noch weiter. Ja, hier unten der Strand sieht auch immer noch sehr dreckig aus.
So, kurze Pause. Ich hole mir mal kurz hier was zu essen bzw. was zu trinken auch. Und dann geht es gleich weiter. So, eigentlich würde ich ja mit euch jetzt noch einen Weg weitergehen und zwar hier links rum. Und da hinten lang, hinter das Haus. Also genau da gehe ich gleich lang, aber ich habe Hände voll, deswegen kann ich unterwegs kein Video machen. Aber wir sehen uns dann gleich um die Ecke und dann gibt es den Sonnenuntergang. Na gut, es ist nicht ganz der Platz, den ich wollte. Ich wollte eigentlich hier da unten, aber genau da, wo ich mich hinsetzen wollte, ist besetzt. Bleiben wir hier oben. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen live gehen hier bei YouTube und ja, dann könnt ihr den Sonnenuntergang entweder live bestaunen oder sogar nochmal hier.
gleich 21 Uhr. So langsam geht es wieder Richtung langsam geht es wieder von Campastia Richtung Playa bzw. in die Richtung Arenal. Wir sind gleich jetzt die Höhe Ballermann 10. Ich bin nochmal am Weg nach Hause. Und was ist denn das hier mit der Kamera wieder? So, besser. Kurz nach Hause. Kurz mal gucken, was die Katze macht. Selbst nochmal was essen. Ein bisschen mehr essen, war eben nur eine Kleinigkeit. Dann geht es nochmal ins Latino für mich und dann gehen wir später zusammen in den Bierkönig zum Auftritt von Caro Winter. Noch zeitlich ein bisschen eng, wie gesagt 21 Uhr, aber sollte alles hinhauen. Gut, also dann würde ich sagen, geht's dann nachher weiter. Mal sehen, ob im Latino oder in der Schinkenstraße. Yeah.
So, wir haben jetzt kurz nach 23 Uhr, nachdem die Bierstraße doch die letzten anderthalb Monate ein bisschen ruhiger war, ist halt jedes Jahr so im August, dass da ein bisschen anderes Publikum, sage ich ja immer. Aber mittlerweile ändert sich das Blatt wieder. Jetzt kommen da so langsam, wie gesagt, zur Kölschen Woche auch mal die Rheinländer, die Kölner und mittlerweile kann man auch dienstags schon wieder in die Bierstraße gehen und die Sierra Madre ist mittlerweile wieder um Punkt 23 Uhr und dann dauert es nicht mehr lange, dann wird die Bierstraße wieder komplett voll sein, dann wird auch wieder getanzt, gesungen, ruft jetzt natürlich auch schon, aber dann wird es richtig voll werden und das werde ich euch dann natürlich zeigen. Das war jetzt nochmal so ein kleiner Überblick und jetzt geht es Richtung Bierkönig zum Auftritt von Caro Winter.
30, das war jetzt noch der Auftritt von Caro Winter im Bierkönig im alten Bereich. Und dann hat noch DJ Xaver Geburtstag gefeiert. Aber nicht nur Xaver hat Geburtstag gefeiert, beziehungsweise reingefeiert jetzt, sondern auch seine Frau. Ja, die beiden haben sich kennengelernt und haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Ist doch schön. Ja, damit war es das für Playa de Palma Kompakt. Tag nach dem Ballermann. War ein schön spazieren nach Can Pastia. Und dann geht es morgen wieder los. Und dann schauen wir mal, was wir morgen so treiben. Haben doch keinen Plan. Mal sehen, wer auftritt. Ja, ab nach Hause und dann noch was essen. Schon wieder essen. Ach, ich habe jetzt 6 Wochen kein Alkohol. Ich habe Hunger, 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 Hunger. Also, wir sehen uns morgen wieder. Adios, buenas noches und tschüss von der Playa. Ciao, ciao.